Jolo, mein Name ist Levelnator, ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu einer neuen Folge, einer ersten Folge, weiß ich gar nicht genau, Rocket League auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin in Rocket League Ingame hier, Level 70, Veteran, ich habe einen Club erstellt, weil ich Langeweile hatte. Falls ihr Rocket League habt, ihr kennt meinen Steam-Namen Levelnator und so, wisst schon. Ja, hier ist mein Auto mit Einhorn, Deutschlandflagge und Octane und ich weiß gar nicht, irgendein Muster drauf auf der Karre. Ich habe davon tatsächlich keine Ahnung. Im Hintergrund hört ihr Musik von Vexento. Ich werde die Playlist unten verlinken. Ich weiß nicht genau, man sieht, ob Leute von mir online kommen. Ich spiele derzeit nur mit vier Fingern, deshalb sind einige Aktionen, sehen die vielleicht manchmal komisch aus. Also vier Finger an der linken Hand, weil ich da einen Sehnenriss habe. Jo, wir gehen hier gleich ins Kompetitive rein, oder ein bisschen Action bei euch, nein, wir gehen hier gleich ins, ja komm, gehen hier, ihr seht hier meine Ränge alle, dra, hier beste, ne, bin Dia, hab die Blumen schon, aber weil ich hier im 3x3 schon Dia war, aber hier habe ich die Saison nicht gekommen und ich werde vielleicht nachher, danach, im Nachhinein, in meiner Schluss war nochmal, noch eine Folge ranhängen, weil dann der Rocket Pass, dieser Season Pass in Rocket League rauskommt. Es ist ja über den Sommer da in Rocket League Team nicht viel passiert. Kam Fortschritts-Update und so. Jo, wir spielen im DFH Stadium. Unser Mate ist auch in einem Team und der hat ihn. Das ist praktisch für mich. So, das heißt, ich kann zum Boost fahren. Sowas machen einige Leute übrigens nicht. Nur so als Tipp, wenn ihr Rocket League spielt und mit zum ersten Mal Rocket League spielt, geht zum Boost. Holt euch einfach einen Boost. Also einfach nach hinten fahren, wenn euer Mate zum Ball geht, holt euch einen Boost, weil Mates, die das nicht machen, bekommen richtig Probleme und spielt nicht so eine Pässe, nicht so eine Bälle, nicht so eine Pässe. Ja, so eine Pässe auch nicht. So eine Pässe könnt ihr aber gerne spielen. So. Ich hoffe jetzt, der Typ, oh, nice, 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 also nicht so nice. So und okay. Okay. Den Boost schönst hier von meinem Mate. So, er sagt sorry. Dude. Was zum Fick machst du da? Da wird jetzt mal ein Sorry angemacht. Jo. 4 Minuten. Beziehungsweise ein 3. Ja, I try to pass. How can. Hookam Item Sal. Was macht der? Der verkauft Items oder was? So, hohoho. Also, ich konnte beim Rocket League spielen normalerweise nicht so viel, aber muss ich ja jetzt für euch so. Wisst ihr schon? Nein. Ich mach's doch manchmal aus Quatsch. So, weil es ganz witzig ist, weil in Rocket League sind halt echt Mates. Bei CSGO habe ich so die Hoffnung in Mates, in gute Mates aufgegeben oder so. Also, ich hoffe einfach immer, dass kein Hacker dabei ist. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Zack. Ah, scheiße. Der war so. Der war. Der kommt nicht schlecht. Der kommt nicht schlecht. Nein. Oh. Das war echt ein super Pass von ihm. Den habe ich aber scheiße gespielt. Okay, der wird den vor ihm haben. Und den habe ich aber vor ihm. Und zwar so, dass ich den sogar. Ah, Mann. Das Tor hätte bringen müssen und ein Tor daraus machen werden hätte können. 2 Minuten gespielt, beziehungsweise 1 Minute 58. Ich wette, den Ball misse ich jetzt. Ja. Wow. Wow, 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 wow. Das war eine super gute Aktion. 2 Minuten 6 gespielt. Es steht 0-2 für Gegner. Läuft perfekt. Übrigens, meine Schuljahr. We are so unlucky. Okay, du schießt aber trotzdem. Ja, sind also vielleicht ein bisschen, nein, das war einfach nur schlecht, weil ich es erwartet habe und ich habe es gecallt und das war dann so selbsterfüllende Prophezeiung und so. Ich weiß nicht, ob er das kennt, egal. Und der Typ geht nicht für den Ball, aber ich gehe für den Ball. Ich habe übrigens gestern, ich weiß nicht, vielleicht kann ich euch das ranpacken. Vielleicht, falls ich es eingespeichert habe. Ich habe irgendwie einen ziemlich geilen Block gemacht beim Gegner im Strafraum. Und das Ding ist eingeschlagen. Das war dann so ein Aerial. Ja. Wenn man dribbeln versucht und es nicht kann, sollte man es lassen.
Das war ein Befreiungsschlag und keine eine Parade eigentlich, aber kein Befreiungsschlag. Mann, nein! Der hätte sich, oh, hätte sich so schön absenken können. Jo, der Ball dreht sich wenigstens in die richtige Richtung. Und jetzt, bam, bringen wir ihn. Ja. Hoho, schöner Pass. Nice. 42 Sekunden noch verbleibend. Um zumindest das Unentschieden zu machen. Und dann können wir ja mal weitersehen. Hm, ja, ich weiß nicht. Ich kann euch was über meine Schule erzählen. Oder? One more. Ja. Oh, gut. In Mathe hat er aufgepasst. Auf jeden Fall. Super. Mein neue Schuljahr hat begonnen schon wieder. Und ja. Noten sind dieses Schuljahr bislang echt kacke. Was mich ziemlich da ärgert. Weil ich mir eher mehr vorgenommen hatte als weniger. Schön, wie ich ihm den Ball wegstiele. Ja, oh, fuck it. Bring den Ball nach vorne. Bring den Ball einfach nach vorne. Nein. Wieso? Da, und jetzt touch den Ball und schieß ihn rein. Oh, nicht flach. Mann. Naja, wie, was soll's. Komm, da hängen wir noch eine Runde ran, würde ich sagen. Das ging fort. Ging fort. Das ist übrigens meine erste Runde gerade. Ich weiß nicht. Es ist auch, es geht auch relativ klar mittlerweile, wie ich spiele mit meinen Fingern so. Also mit nur vier Fingern auf der Tastatur ist ungewohnt, weil sonst normalerweise spiele ich mit fünf halt. Ja, ich bin übrigens Level 75, weiß nicht, ob ich das in diesem Video schon gesagt habe oder in der Aufnahme davor. Ich hatte schon zwei oder drei Aufnahmen zum Test davor gemacht. Und, yo, übrigens, GYA, ja, steht für Jimmy Army. Nur mal so. Als kleiner Hint. Als kleine Info, keine Ahnung, 3 vs 3. Ich weiß gar nicht, gestern oder vorgestern habe ich da ziemlich reingeschissen. Im 2v2 war das sogar. Im 3v3. Da hat sich der eine Mate bei mir die ganze Zeit beschwert. Wohlgemerkt, er stand nur im Tor. Und was macht dieser Mate zum Beispiel? Du nimmst dich den Boost von... Spaß. Du nimmst dich den Boost, wenn der eine callt, der nimmt den Ball nicht. Das ist kacke. Er hat definitiv einer aus eurem Team keinen Boost. Und das wäre jetzt in diesem Fall ich gewesen. Falls ich direkt nach vorne fahren will. So. Oh. Bra. Was? Wie? Sag nicht, die sind beide gerade für den Ball gefahren. Guck mal, ich fahre schön auf der anderen Seite zurück zum Boost. Der eine ist zum Ball gefahren. Den hätte er nie reachen können. Niemals im Leben. So, Charles Rames oder James oder Charles James vielleicht. Charles Dickens am besten war. Und BAM! Das Ding kommt nicht aufs Tor. 2-1, guter Schuss, guter Schuss, guter Schuss. Danke. Jetzt. Ha, ja, Bro. Ja, Bro. Oder it's ja, it's J, Bro. J, Bro. Das würde cool. Dann würde, können ja sogar einen Buchstaben weglassen noch dieses A. It's J, Bro. Aha. Jason Derulo. Gut, hat man Mate. Brauche ich nicht fahren. Ich rutsche hier mal mit nach vorne. Übrigens, wenn ihr in Rocket League sinnlos rumsteht, nur so als Tipp, habe ich auch von meinen Mates damals als Tipp bekommen, von Menschen, mit denen ich zusammengespielt habe. Dann soll ich euch ganz dringend empfehlen, fahrt zurück zum Tor. Wenn ihr keinen Plan habt, was ihr macht, fahrt zurück zum Tor. Diesmal hat es jetzt bei dem tatsächlich noch zu was gebracht, hat geklappt. Aber oft ist es so, dass es halt nichts bringt. Und keine Ahnung, wieso ich immer auf die Anzahl, auf die Punkte gucke. Ich habe mir das angewöhnt, auch in CS. Ich gucke relativ häufig darauf. So. Schön. Nein, nicht schön. Den habe ich nicht gesehen. Das war nicht beabsichtigt. So kann er sich nicht beschweren. Ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass ich den Ball günstiger wische. Nice. Ich glaube, der Typ hat damit gerechnet, dass ich den volle Kanne bringe.
Und ich eigentlich auch. Und dann wäre er mittig da gewesen und hätte ihn vielleicht gehabt. Und wenn die Musik jetzt gerade so laut ist bei mir, relativ, spreche ich auch ein bisschen laut und hoffe einfach nur, dass das passt und dass es klar geht. Dass man mich noch hört. Und wenn nicht, ist es kacke. So. Hoho. Ich weiß nicht, spreche ich eigentlich mehr als sonst, weil sonst spreche ich relativ wenig. Also, so im Ingame. Beziehungsweise so beim Zocken. Na gut, oder ich spreche über irgendwelche Themen und bin relativ ruhig. Schön, wie ich meinem Mate gerade den Boost gestellt habe. Der will den Ball holen. Ui, nice, nice. Nice Aktion. Komm, komm, komm. Drop it. Nein. Wunderschöner Bass. So muss das, meine Freunde. Der hat den zweimal geblockt. Ja. Brrra. 76,. Okay, GG. Das war unser zweites Game. Ich würde sagen, dass dabei belasse ich es jetzt, damit das Video. Guck mal, es ist gerade über 10 Minuten, 12:38. Ich sehe das jetzt oben auch bei mir. Ich habe hier keine. Ach so, womit nehme ich eigentlich auf? Nur mal so als kleiner. Wieso kann ich eigentlich so super toll aufnehmen? Warte, wenn es mir einfällt, wäre jetzt geil. Und ich habe schon wieder vergessen. Radeon Real Life, also ich habe mein Grafikkartentreiber nach Ewigkeiten mal aktualisiert, weil ich daran nicht gedacht habe. Jo, und dann habt ihr hier mein tolles Auto, da liegt ein Ball rum, da ist das blaue Tor, da ist das orange Tor, da ist das Einhorn. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch und hoffe, euch hat das Video gefallen und so, und dann kommentiert mal was oder so, bewertet was, oder, naja. Tschüssi.